So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können bei unserem zweiten Seruim-Kochkurs. Und wenn Sie das erste Mal da sind, den ersten Kochkurs verpasst haben, dürfen Sie wissen, es gibt ihn mittlerweile live, nicht live, aber aufgezeichnet, online bei Juhl Media TV nachzuschauen, werde ich nachher später nochmal dazu sagen. Seruim, für alle, die das erste Mal dabei waren, wissen, Seruim ist nicht einfach ein Wort für eine Droge oder für ein merkwürdiges Medikament, sondern Seruim ist das hebräische Wort für pflanzliche Nahrung. Wir hatten damals erzählt von einem jungen Mann mit Namen Daniel, der am Königshofe von Babylon sich mit pflanzlicher Ernährung zum klügsten Minister des ganzen Landes gegessen hat. Und auch heute wollen wir einen kurzen geistlichen Input haben, denn wir haben festgestellt, Seruim ist ein Konzept aus der Bibel, ein ganz praktisches Konzept. Und heute möchte ich mit Ihnen nur einen Vers teilen, nämlich über das Grundkonzept, was Gott sich über Nahrung gedacht hat. Viele Menschen haben vielleicht die Idee, ja, die Bibel ist irgendwie vielleicht restriktiv oder gibt uns bestimmte Dinge vor. Aber das allererste, was Gott über Essen sagt, das findet sich in 1. Mose 2. Dort heißt es, Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Das heißt, zwei Dinge sind ganz wichtig für Gott. Es muss gut schmecken und es muss gut aussehen. Und das ist das Motto, unter dem auch heute unser Kochkurs stehen soll. Es wird gut aussehen und es wird vor allem gut schmecken. Da werden Sie sich dann bei der Verkostung von überzeugen können. Ich möchte jetzt nicht weiter die Vorrede halten, sondern unsere erste Köchin nach vorne bitten. Wir haben wieder einige interessante Rezepte. Wir werden auch die Rezepte wieder austeilen am Ende. Es geht heute um leichte Frühlingsküche, passend zur Jahreszeit. Und als allererstes haben wir die Steffi. Und die wird mit uns was machen? Walnussbällchen. Es gibt Walnussbällchen. Warum genau. Walnussbällchen? Magst du Walnussbällchen? Ja, und wir haben ja letztes Mal schon gehört, was Walnuss sehr gesund ist, ne? Walnuss ist sehr gesund. Genau. Und 3/5 der Walnuss besteht aus Fett. Das fand ich nochmal sehr spannend. Okay. Und aus diesem guten Fett, ja. Aus dem guten Fett, genau. Vielleicht sagt einer, ich möchte gar nicht so viel Fett. Nein, das ist dem guten Fett. Also man wird nicht fett. Nein. Gut. Genau. Wir fangen an und zwar mit gemahlenen Walnüssen. 100 Gramm habe ich hier schon vorbereitet. Die Walnüsse sind ja auch gut für Leute, die viel denken. Ja. Die Walnuss sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Gehirn, nicht wahr? Genau. Das heißt, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, die Natur gibt uns so ein bisschen vor, wozu die einzelnen Sachen gut sind. Also wenn jemand viel denkt oder noch besser denken möchte, dann ist die Walnuss gut, nicht wahr? Genau, wunderbar. Soja. Soja? Genau, also Tofu. Also ist ja aus Soja, genau. Ja. Und den habe ich jetzt einfach zerdrückt mit einer Gabel. Einfach zerdrückt, ja, okay. Ich habe es einfach schon vorbereitet und das vermengen wir jetzt. Was gibt es noch dazu? Paniermehl. Paniermehl? Okay. Was ich letztes Mal sehr spannend fand, dass Soja ja gut ist bei Osteoporose oder gegen Osteoporose. Gegen Osteoporose? Ja, das fand ich, genau, das fand ich super. Weil gerade in diesen Industrieländern ist ja Osteoporose super verbreitet. Und durch diese Ausscheidung von Calcium ins Blut, was mit dem Urin ausgeschieden wird. Und Soja ist gegenwirkend, also ist sogar noch förderlich, ja? Gut, das heißt, weil das die Mineralstoffe, die Knochen. Genau. Zwiebeln. Ja. Wunderbar. Sojasauce. Sojasauce? 2 Esslöffel. Für den geneigten pflanzlichen. Für den Geschmack. Derjenige, der sich mit pflanzlicher Ernährung beschäftigt ist, kommt man an Soja wahrscheinlich gar nicht so vorbei, oder? Nee, ich glaube. Also man muss auch gucken, dass man da einfach nicht zu viel Sojaprodukte hat, ja? Sondern genau, dass es ausgewogen bleibt, dass man immer viel kombiniert mit Gemüse und mit anderem Getreide. Wir haben ja ganz viel. Viel, genau. Reis oder Quinoa oder Hirse. Genau. Ja, Hirse ist ja auch super wichtig. Ja. Hülsenfrüchte. Einfach, dass da das in einer ausgewogenen... Und natürlich Nüsse. Und Nüsse. Und Nüsse, genau. Und Samen, ja, sagt man ja auch. Ja.
Genau. Dann Basilikum. Basilikum. Haben wir hier. Auf dem Rezept steht ein Esslöffel. Ich mag es aber sehr würzig, darum nehme ich drei. Man kann also immer variieren. Genau, Petersilie. Das heißt, du gehörst auch zu denjenigen, die sich nicht strikt an die Rezepte halten. Nein. Ich glaube, weißt du, wenn du wirklich öfters kochst, du machst das so Pi mal Daumen und hier ein bisschen, da ein bisschen und... Okay. Genau. Ein bisschen Oregano. Für wie viele Personen ist das jetzt von der Abmessung? Also das sind 24 bis 24 Bällchen kommen raus. Okay. Da können gut vier Leute eigentlich von essen. Von satt werden, je nachdem. Genau. Dann Sojamilch, 60 Milliliter. Kann man auch andere pflanzliche Milch nehmen? Es gibt ja auch Reismilch. Reismilch, also ich bin zu Hause auch umgestiegen, damit es nicht zu viel Soja wird und nehme hauptsächlich Reismilch oder für meine Tochter Mandelmilch. Okay. Ja, genau. Also das kann man auch alles beliebig hier. Genau. Super. Ein bisschen Kräutersalz. Kräutersalz. Gibt es da verschiedene Formen von Kräutersalz oder kann man einfach das ganz normale nehmen, was es so... Ja, ich habe jetzt schon geguckt, dass es bio ist und bestellt, wo ich weiß, dass es gut schmeckt. Und man muss immer gucken, ich finde, in einigen Kräutersalzen ist zu viel Dill drin. Ich bin nicht so ein Fan von Dill. Von dem her muss man ausprobieren, was einem schmeckt. Okay. Genau, also wir haben Soja drin, Kräutersalz, Petersilie, Zwiebeln, Oregano, Basilikum. Wir haben alles drin. Einfach und jetzt wird es einfach gut vermischt. Genau. Kann man das Ganze auch mit anderen Nüssen machen? Also... Oder ist es mit Walnuss schon am geeignetsten? Mit Walnuss am geeignetsten. Vom Geschmack her und von der Konsistenz ist es ziemlich klebrig. Ja? Ja, und das ist nochmal ganz gut. Also für dieses Gericht habe ich es jetzt noch nie mit anderen Nüssen ausprobiert. Genau. Und was ich schön finde mit diesen Kräutern, ja, dass du mit diesen Kräutern... Ich hole mir kurz ein Backblech. Ja, tu das. Ich vermenge einfach mal ein bisschen weiter hier. Ja. Habe das Gefühl, dass ich auch was tue. Genau. Und dann einfach, ich wasche vorher nochmal meine Hände. Und dann formst du die einfach so? Einfach nur Bällchen formen und die kommen dann in den Ofen bei 200 Grad. Okay. Und für 30 Minuten und ich wende die aber nochmal nach einer Viertelstunde. Ja. Okay. Das heißt, es geht also ruckzuck, wirklich. Ratz, du hast es ganz schnell und ich finde es halt schön, du kannst es auch fürs Picknick gut mitnehmen oder ja, das... Kannst du es überall mit hinnehmen, gerade jetzt im Sommer oder für ein Buffet. Einfach so Bällchen und die formst du und dann schon fertig, das war's. Das war schon alles? Ja, genau. Also das sind die Walnussbällchen, den Rest forme ich nachher weiter, dass wir hier weitermachen können. Was machen wir dazu? Ich habe einen Kräuterdip vorbereitet. Ein Kräuterdip? Genau. Wo man die Bällchen dann so reinwerfen so kann. so eintunken. Und was kommt da rein in den Dip? Also ich habe das abgewandelt und zwar von meinem Schwiegervater habe ich das, der macht immer Tzatziki, aber die machen es halt noch mit richtigem Joghurt. Ja, richtig, okay. Und ich verwende es halt mit Sojajoghurt. Serum-Tzatziki sozusagen. Genau. Sehr gut. Und zwar... Wird man noch ein bisschen klüger. Was ich ganz schön finde, die Gurke habe ich jetzt geraspelt. Mhm. Ja. Also und Gurke ist so das Hauptelement hier. Genau. Und dann... mit Salz bestreut, dass das Wasser rausgezogen wird. Okay. Weil 90% der Gurke besteht ja aus Wasser. Ja. Das ist eigentlich nicht viel anderes, glaubt man fast gar nicht, ist eigentlich nur Wasser, nicht wahr? Genau. Und dann muss man das so auspressen, ja? Oh, wow. Und man sieht, da kommt wirklich, also ich habe es jetzt extra einwirken lassen, weil man sollte es schon eine Viertelstunde ungefähr einwirken lassen, dass wir das ganze Wasser auspressen können, weil sonst wird es zu wässrig. Ja. Und beim normalen Tzatziki früher habe ich halt immer Joghurt und Quark verwendet. Mhm. Und jetzt hat man halt die Alternative des Sojajoghurts, aber damit es nicht so flüssig wird, wirklich die Gurke gut auspressen. Gut auspressen. Genau. Und, aber so schon ausgepresste Gurke kann man nicht zu kaufen kriegen, das muss man schon noch draußen machen. Ja, also. Wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Produkt. Sonst ist es so ausgetrocknet. Ja, aber mit was musst du es dann wieder vermengen, ob es dann noch so gesund ist, ich weiß nicht. Genau. Also gesunde Ernährung erfordert immer noch ein bisschen Arbeit. Ja. Ganz einfach können wir es auch nicht machen. Nein. Und es schmeckt doch auch viel schöner, also viel besser. Wenn man es selbst in den Händen gehalten hat. Genau. Also die Gurke ganz ausgepresst, du siehst, es bleibt echt eine super Menge an Wasser übrig. Okay. Nimmt man also so eine ganze Gurke dann hast du genommen, oder? Eine ganze Gurke, okay. Definitiv, ja. Für so einen halben Liter Joghurt dann. Ja. Und die Gurke, auch wenn das meiste aus Wasser besteht... Jetzt habe ich keinen großen Löffel. Wenn das meiste aus Wasser besteht, hat ja trotzdem viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Okay. Und, also ein gesundes
Gemüse. Absolut. Wirklich. Und Gurke ist ja auch bekannt als Schönheitsmittel. Ja, so Masken, man sieht es ja immer. Es ist für, sehr beruhigend. Aber nicht für die nur Haut. Von außen habe ich gelesen, auch von innen, ja, weil es reinigt das Blut. Genau. Weil wahre Schönheit kommt eigentlich von innen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ein bisschen Brühe zum Würzen. Das heißt, man sollte weniger Kosmetik verwenden als vielmehr Nahrungsmittel, die das Blut reinmachen. Ja, und, genau, genau. Und reines Blut fördert auch gute Gedanken. Ja? Da sind wir dann wieder bei der Walnuss. Da und haben wir es wieder. Petersilie auch? Ja. Basilikum? Okay, das passt dann alles gut zu den Genau. Basilikum kann man ja, also hat ja auch heilende Wirkung. Ne? Okay. Gerade bei Hautausschlägen zum Beispiel kann man das als Waschungen oder Umschläge oder Bäder super verwenden. Okay. Wenn man große Schürfwunden hat oder auch andere schlecht heilende Wunden, ist das wirklich eine gute Sache. Genau, Knoblauch. Wo habe ich meinen Knoblauch? Da. Zu viele Zutaten, ja. Okay. Nein, so viel habe ich ja gar nicht, aber. Und Knoblauch ist auch so eine Allzweckwaffe, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich weiß es von meiner Frau, wenn die krank ist, die dann hält sich mal mit Knoblauch. Und ich verwende es in fast jedem Gericht, gell? Also muss ich ja zugeben. Aber es ist ja auch total gesund, ja? Auch wieder fürs Blut gut und antibakteriell. Ja. Ja? Tötet alles ab, was nicht reingehört in den Körper. Genau. So, jetzt vermenge ich das alles. Und ich lasse es immer gerne noch einen Moment ziehen, ja? Darum ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier als erstes dran war. Dann kann das gut durchziehen. Und wir können das nachher genießen. Mit den Bällchen zusammen? Genau, mit den Bällchen. Ich stelle das jetzt alles kühl. Die Bällchen kommen jetzt in den Ofen. Und wie lange? Achso, ja. Halbe Stunde. Genau. In einer Viertelstunde drehe ich sie nochmal um. Genau, hattest du gesagt. Das war es schon von meiner Seite. Das ist ja fantastisch. Ja. Schnell und flockig. Und genau. Ich packe meine Sachen und räume das Feld. Alles klar. Und wir gehen gleich über zu unserem nächsten Gericht. Soll ich dir was noch tragen helfen? Ich tue jetzt einfach. Alles hier rauf. Genau. Wir werden jetzt nämlich ein saisonales Produkt haben. Wenn wir schon im Frühling sind, wollen wir auch etwas jetzt essen und ausprobieren, was es nur so im Frühling gibt. Und vielleicht haben Sie schon eine Idee. Es gibt nicht viele, es gibt schon einige Lebensmittel, die es nur im Frühling gibt. Aber was wir jetzt machen werden, ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte aus dem Frühling. Und die Rosi macht sich schon bereit und wird uns gleich etwas erzählen über, ja, was denn? Ich komm schon mal zu dir. Es gibt heute was? Es gibt heute das Kaisergemüse. Das Kaisergemüse? Das Kaisergemüse, ein Spargel. Spargel. Spargelsalat gemischt mit Datteltomaten. Wow. Du entschuldigst mich nur noch ganz kurz, ich muss noch meine Zutaten herholen. Du holst deine Zutaten, ich werde mir schon mal den Spargel betrachten und werde dich gleich fragen, warum es Kaisergemüse heißt. Da kann ich dir gleich weiterhelfen. Das habe ich mir gedacht, deswegen frage ich dich. Es ist folgendermaßen, der Spargel war ja lange, lange Zeit überhaupt nicht bekannt. Er war eigentlich nur bekannt bei den Römern und die Griechen kannten den. Okay. Und 1568 kam der dann nach Deutschland. Und weißt du, wo das erste Spargelstechen war? Wo? In Stuttgart. Nein. Ja. Hier? Ja. Ist das nicht toll? Ja, dann sind wir hier am richtigen Ort. Das sind wir absolut im richtigen Ort. Ich habe den Spargel jetzt natürlich schon mal vorgekocht, weil sonst das Ganze würde jetzt auch ein bisschen zu lange dauern. Ja. Nur das weißen Spargel. Es gibt ja auch grünen Spargel. Ja, ne? Es ist auch so, dass der grüne Spargel, der ist eigentlich sehr bekannt in Amerika. Das ist eigentlich der wildwachsende Spargel. Okay. Ja? In Amerika ist der eigentlich so ein bisschen bekannt. Und der weiße Spargel ist eigentlich hauptsächlich, also am meisten bekannt eigentlich in Deutschland. Das ist das ganz Komische. Ja? Die Römer und die Ägypter wussten den zu schätzen, aber kultiviert wurde er eigentlich erst in Deutschland. Okay. Ja, so unwahrscheinlich. Er ist wahnsinnig gesund, ja. Okay. Ich habe mal nachgelesen, ich habe es wirklich aufschreiben müssen, weil es so wahnsinnig viel ist. Es ist Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C und E. Wow. Ja, besteht zu 95% aus Wasser. Ja. Ist ähnlich wie die Gurke. Ist ähnlich wie die Gurke, genau. Aber wir pressen jetzt den Spargel nicht. Nein, wir pressen hier gar nichts, ganz im Gegenteil. Der kriegt jetzt noch eine Marinade verpasst, ja. Okay. Und dann darf der noch ein bisschen ziehen und dann ist er gut. Na? Ich habe jetzt dazu das Spargelwasser aufgehoben, ja? Denn
einfach auch um den Geschmack des Spargels ein bisschen noch zu verstärken, zu unterstreichen. Ja. Stopp, Entschuldigung. Da fehlt noch was? Ja, ganz wichtig. Sonst wird das nichts. Ich habe jetzt dazu Zitronenwasser aus, also Zitronen ausgepresst. Mhm. Ja. Werde die jetzt mischen. Wie viele Zitronen? Ja, ich habe da jetzt mal 2,5 Stück drin, aber ich denke, in einem normalen Haushalt wird man diese Menge ja auch nicht machen. Ja? Ja. Das ist jetzt also 2 Kilo Spargel. Wow, ja, da kann man ja, eine gut. halbe römische Legion mit. Ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen verköstigen und du willst ja, ja nicht nur 2 Stückchen Spargel zu genau. dir nehmen, sondern auch ein bisschen mehr davon haben. Ich habe dann einen ganz tollen Honig, und zwar einen Honig aus unserer Region, also original deutscher Bienenhonig. Ja. Was ist also mit den deutschen Produkten? Ja, ich denke, wir sind in Deutschland, wir sollten es auch mit Deutschland machen. Und zum Spargel gehört einfach auch das Deutsche. Genau. Ich nehme hier Obwohl die meisten ja eigentlich den Spargel mit Soße Hollandaise essen, nicht wahr? Naja gut, also ich selbst mag ihn auch sehr mit Hollandaise und ich muss gestehen, naja, wenn man Veganer wird, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber man kann das alles auch ein bisschen abwandeln, indem dass man sich ein schönes Dillsößchen, ein ganz leichtes Dillsößchen macht. Das ist nichts für die Steffi, weil die ja keinen Dill mag. Okay. Aber wenn man sich so eine schöne Soße macht aus, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, einfach eine Einbrenne und mit Wasser und so ein bisschen Dill und das ein bisschen mit Gewürzen verfeinert, dann passt man das ran. Schon auch. So. Man muss also nicht alles aufgeben, wenn man klüger, schöner und stärker werden will. Nein. Man muss halt probieren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am besten, wenn man die Küche umstellen will, dass man am besten hergeht und die Produkte, die man bereits kennt, ja, dass man die einfach ummodelt. Ja. Ja, das ist das Einfachste. Es wird auch sehr, sehr vieles dann misslingen. Ja. Ja, aber ich denke... Das gehört dazu, nicht? Das gehört dazu. Es ist ein Lernprozess. Ich habe furchtbar gerne gekocht immer, seitdem ich jetzt Veganerin, auf dem Weg zur Veganerin bin, muss ich sagen, ja, es ist mit dem Kochen immer alles ein bisschen schwierig. Aber man hat dann unheimlich Freude, wenn man dann wieder etwas entdeckt hat. Ja, ja, das ist doch super. So, um das Ganze jetzt zu vermischen, werde ich jetzt meinen Zauberstab nehmen den Zauberstab. Ich glaube, das reicht schon. Schau. Schau mal. Also das ich glaube, das reicht schon. Zauberstab mit überraschendem Zaubereffekt. Allerdings, ja. Naja. Wenn man gar nicht dreckig wird, macht das Kochen auch keinen Spaß, oder? Das stimmt. Genau. Na, ist gut. Der hier ist besser. So, meine Damen helfen mir natürlich alle. Wir helfen alle zusammen. Das ist so wunderschön. Das ist gut. Vielleicht schneiden wir es am Ende raus, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob der Thomas das schafft, aber wir hoffen es. Okay, schnell. Einfach ein bisschen aufrühren, damit sich der Honig, ja, damit sich der Honig verbindet mit der Zitronensaft und mit dem Spargelwasser. So, und was ich dann noch mache, was ich auf dem Rezept allerdings nicht vermerkt habe. Okay, ja, das ist jetzt noch quasi der Insider-Tipp. Ja, das sind, ja, man wächst einfach mit jedem Rezept, jedes Mal, wenn man es wieder macht oder wieder probiert, dann probiert man etwas Neues und man stellt einfach fest, es schmeckt einfach wesentlich besser, wenn man es noch dazu tut. Ich habe jetzt hier Würzhefeflocken. Hefeflocken, das sind doch diejenigen, die eigentlich nach nichts schmecken, aber den Geschmack verstärken. Korrekt. Das ist wirklich ein seltsames Ding. Ein ganz, ganz seltsames Phänomen, aber es ist ganz, ganz toll, weil es verstärkt den Geschmack und es kommt dieser Spargelgeschmack kommt noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen besser raus. Man kann eigentlich an alles rantun. An alles. Und es macht einfach den Geschmack, der schon da ist, einfach nur noch stärker. Genau. Es ist also ein ganz, ganz tolles, also ich würze sehr gerne damit, auch gerade so Salatsoßen. Und was ich dann eben noch dazu nehme, ist noch Kerbel. Kerbel? Kerbel. Was in der Welt ist Kerbel? Kerbel ist ein Doldenblütler. ist unheimlich gut. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil es so viele Dinge sind, die ich da habe, die ich da jetzt gefragt werde. Und ich koche mit unheimlich vielen Gewürzen. Ich kann mir das einfach nicht alles merken und bin jetzt einfach hergegangen und habe mir da meine Notizen auch gemacht, ich gewusst habe, dass du so viel fragen wirst. Also es ist ein Doldenblütler. Man höre einfach mal zu. Er ist harntreibend, schleimlösend, schweißtreibend, hilft gegen Erkältung und Fieber, hilft gegen Gichtknochen. Wow. Ja, ganz wichtig. Gegen Abszesse, extreme Schlaflosigkeit und sogar unreine Haut. Ein kleines Wundermittelchen. Wirklich.
Ein ganz, ganz tolles Gewürz. Man sollte nur nicht ganz großzügig damit sein, denn... Okay, sonst ist es zu harnt. Ja, genau. Oder zu schweißtreibend. Zu schweißtreibend, genau. Okay. Worauf man auch noch achten sollte, ist zum Beispiel gerade Menschen, die die Probleme haben mit Harnsäure, mhm, ja, oder Nierensteine haben, die sollten auf keinen Fall Spargel zu sich nehmen. Okay. Ja, Spargel hat Purine, die sich im Körper dann umsetzen zu, ja, Harnsäure, und das kann dann zu Gichtanfällen führen. Okay. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass man damit haushalten lernt. Ja, ja. Ja, also diese Menschen sollten wirklich das Kaisergemüse eben dann einfach weglassen. Ja. Ja. Ich meine, der Spargel hat ja auch einschlägige Wirkung, nicht wahr? Die hat er auf jeden Fall, und die spürt man auch, beziehungsweise riecht sie auch ganz deutlich, wenn man, genau, die Örtlichkeiten besucht. Genau. Aber nichtsdestotrotz, er ist tolles Gemüse trotzdem. Ein ganz ein tolles Gemüse. Also ich möchte nicht darauf verzichten. Ich habe auch auf dem Rezept, weil man ja auch sehr viel, wie du ja auch siehst hier, ja, ich meine, das sind 2 Kilo, die müssen ja bedeckt sein mit dem Wasser, dass das alles auch ein bisschen, ja, Wasser abkriegt. Habe ich auch auf dem Rezept einfach noch die Spargelcremesuppe. Eine vegane, das hat mich ewig gekostet, um das rauszukriegen, dass, okay, sie auch so schmeckt wie eine mit Sahne. Aber die schmeckt wirklich ganz hervorragend. Also haben wir noch als Bonus auf dem... Der ist noch als Bonus auf dem Rezept mit drauf. Super. Weil ich gedacht habe, ja, was macht man mit der Brühe, wenn man es dann nicht weiß. Also eine Spargelcremesuppe kommt immer gut an. Gehört ja auch dazu, dass man einfach wirtschaftlich mit den Dingen umgeht, die man schon sowieso hat. Genau. Ich werde jetzt auch diese mit Sicherheit nicht wegwerfen, sondern sie mit nach Hause nehmen und dann zu Hause eine Spargelcremesuppe machen. Genau. So, dann noch ein bisschen Petersilie drauf, damit es noch ein bisschen schön aussieht. Und das war's. Ist ja wichtig, ne? Das soll ja nicht nur gut schmecken, das soll ja auch so ist gut es aussehen, wie wir gehört haben. Wenn du willst, kann ich das jetzt so ein bisschen in die Kamera halten, damit es auch so gesehen wird. Und das darfst du dann machen. Ich weiß nicht, ob wir die Kamera da einschalten können hier. Okay. Für alle, das wäre der Spargelsalat. Alles klar. Und ich gebe die Manege frei. Dann gehen wir weiter, und jetzt kommen wir zu einem ganz alltäglichen Lebensmittel eigentlich, das man aber auf 1000 Varianten machen kann. Und die Variante, die wir jetzt machen, ist relativ exotisch. Oder das heißt ungewöhnlich oder zumindest besonders. Etwas, wovon der Mensch eigentlich jeden Tag lebt, aber das man auch etwas spannender gestalten kann als so, wie wir es vielleicht immer nur aus der Bäckerei kennt. Wir haben jetzt die Barbara, und wenn sie gleich verkabelt ist, wird sie uns, was ist das noch? Die Schälchen. Ja. So. Das meinst du? Genau. So, Barbara, was machen wir? Wir machen weiter mit einem Knoblauch-Kräuter-Faltenbrot. Also es geht um Brot. Richtig, genau. Brot ist eigentlich etwas ganz Alltägliches. Alltägliches, genau. Aber es gibt ein Kräuter-Faltenbrot. Ganz genau, ja. Warum es so heißt, das werden wir nachher sehen. Da bin ich schon gespannt. Genau. Es macht hoffentlich keine Falten. Nein, es macht keine Falten. Kann ich dich beruhigen, genau. Wir machen dieses Brot aus Dinkelvollkornmehl. Dinkel? Ganz genau. Also Dinkel, und die meisten nehmen Weizenmehl dafür. Ja. Dinkel und Weizen sind sich zwar sehr ähnlich, aber... Magst du Dinkel mehr, oder was ist der Grund, warum du Dinkel nimmst? Dinkel hat einfach einen höheren Nährstoffgehalt. Okay. Und darum bevorzuge ich einfach Dinkel. Den Dinkel, ganz genau. Aber man und kann auch Vollkorn mischen vielleicht Dinkel und Weizenmehl, geht das auch? Kann man machen, ja. Doch, das geht auch. Ja, man muss auch variieren können. Und genau. Ja, das geht schon. Also nehmen wir 600 Gramm Dinkelmehl. Du benutzt auch den Thermo... Das ist mein Baby, ja. Genau. In der Küche. Den wir das letzte Mal schon vorgestellt haben. In der Küche. Ja. Vielleicht mache ich das einfach auf. Genau, der kann einfach so gut wie alles. Mit dem kann man garen, der kann zerkleinern und alles mögliche. Sogar Brot backen. Genau. Ne, backen tut es kein Brot, aber es tut das Brot kneten und die Zutaten vermischen. Genau. 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 Wie viel nehmen wir davon? 600 Gramm nehmen wir davon. Ups. Na? Bisschen noch? Genau. Und ich finde es wichtig, dass es einfach Vollkorn ist, weil in dem Vollkorn dann einfach auch alles drin ist, was man braucht. Ja. Dadurch, dass nur die Grane und Spelzen entfernt werden, bleiben die Öle, Mineralstoffe, Ballaststoffe auch in der Kleie, also in der Schale drin. Und
Und das ist ja das, was wir eigentlich auch davon ziehen wollen aus der Nahrung, ja, die gesunden Sachen, nicht wahr? Genau, jetzt brauche ich kurz mein Rezept. So, wir nehmen dann 300 Gramm Wasser. Okay. Ja. Wird das ein Brot von ganz normaler Größe oder ist es jetzt von der Menge ein bisschen so, dass es für mehr Leute reicht? So. Das reicht so, das sind so kleine Stücke dann für 10 bis 15 Leute. Okay. Ja. Mhm. Genau, so. Und dann nehmen wir noch dazu die Hefe. Man kann frische Hefe nehmen oder eben auch trockene Hefe. Das ist eigentlich ziemlich macht gleich. Keinen Unterschied. Genau, macht keinen Unterschied. Und 2 Teelöffel Salz. Ich nehme hier mehr Salz. Ich benutze oft mehr Salz oder eben Himalaya-Salz. Genau, wir hatten letztes Mal schon diese Diskussion. Ganz genau, ja. Bräuchte ich vielleicht einen Teelöffel? Na, kleinen Moment. So, nehmen wir 2 Teelöffel Salz. Es gab eine Zeit, wo einige Gesundheitsreformer gesagt haben, man sollte gar kein Salz zu sich nehmen, aber die Zeiten sind vorbei. Das Salz braucht Salz der Mensch schon. Salz ist notwendig. Der Körper ist so aufgebaut, dass er diese Mineralien, Phosphor und all diese Dinge, die man in der Natur findet, benötigt. Und dazu gehören eben die Mineralien, die im Salz enthalten sind. Absolut. Das ist sehr wichtig. Also man sollte nicht darauf verzichten. Zu viel ist natürlich auch nicht gut. Ja? Klar. Aber das ist ja das Prinzip der Mäßigkeit, das Gute ganz genau. In Maßen. Genau. Und hier haben wir gar nicht. Für mich ganz besonderes Olivenöl, denn es ist aus dem Familienanbau. Ach, aus Italien. Aus Sizilien, genau. Aus Sizilien. Ja, meine Eltern haben da ein großes Grundstück mit vielen Olivenbäumen. Die Olive, die regiert den Mittelmeerraum, nicht wahr? Richtig, ganz genau, ja. Und einmal im Jahr fliegen sie dann dorthin und ernten das und uns reicht es dann immer das ganze Jahr für die ganze Familie. Und wenn man jetzt gut. Genau. Nicht einfach Eltern oder Familienangehörige hat, die in Sizilien wohnen, wo bekommt man sonst dann Olivenöl Gutes her? Oh, bei Vollwert wertvoll. Okay. genau, gut. Das ist ein. Mal eine Werbung machen für. Genau. Griechischer Honig, Honig. Griechisches Olivenöl ist natürlich auch sehr gut, ja. Genau. Wir nehmen davon 50 Gramm. Genau. So, und dann. Das ist aber Legen auch kalt, einfach. Kaltgepresstes Olivenöl. Genau, ja. Wir haben da einen Verwandten, der hat so eine riesengroße Olivenpresse, der macht das beruflich. Wow. Und für mich ist es wie ein Onkel, ich bin mit dem groß geworden. Und da bringen sie die Oliven hin und dann wird das dort alles gepresst. Und so. Als Kind war das immer sehr schön, denn wir sind immer mit frisch gebackenem Brot, direkt aus dem Holzofen, an diese Presse gegangen und haben da aus dieser Rille da, wo dieses Fleisch dann einfach nochmal das Fruchtfleisch runterrillt, das Brot so eingetunkt und gegessen. Wow. Also es schmeckt einfach sehr gut. Und so. Also jetzt wird das geknetet. Genau, es wird jetzt geknetet. Nicht mal wie früher mit den Händen, sondern einfach. Genau, ja. Wow. So, und währenddessen fetten wir hier so eine Auflaufform ein. So nehmen wir einfach ein kleines Stückchen Butter. Vielleicht machen wir das so. Ja, das ist das mochte ich noch nie. Das muss ich zu Hause auch mal machen. Ich finde das ganz furchtbar, das einzufetten. Aber ja, ist halt ein bisschen schmierig, aber das geht. Geht schon. Man kann natürlich auch einen Tropfen Öl reintun und das dann so ein bisschen. Ja. Das geht so. Und dann brauchen wir eine Arbeitsfläche, wo wir den Teig dann gleich ausrollen können. Sollen wir das hier machen, oder? Ja, genau. Hier haben wir noch Platz. Genau, dazu nehmen wir. Wo ist denn das Mehl? Hm? Bitte? Was für ein Fett das ist? Was hast du für Fett genommen? Einfach. Das ist einfach, Entschuldigung, pflanzliche Butter ist das. Das ist pflanzliche Butter. Ganz genau, ja. Pflanzliche Butter. Streuen wir einfach ein bisschen Mehl da drauf. Okay. So. Wie lange muss das kneten da? Das reicht jetzt eigentlich. Ja. Das reicht so 1,5 Minuten bis 2 Minuten. Okay. Man kann immer wieder mal reinschauen. Und wenn man es per Hand knetet, dauert es halt ein bisschen länger. Genau, eben, das ist der Punkt. Wow. So, dann können wir das hier alles rausholen. Und Brotbacken ist ja eigentlich etwas, was wirklich wichtig ist, nicht wahr? Weil das Brot heute, das man so beim Bäcker kauft, eigentlich nicht mehr so. Es ist oftmals ja die Qualität so, hat. Ganz genau, ja. Ja, also ich backe das auch, wenn mir die Zeit bleibt. Genau, es ist auch ein bisschen zeitaufwendig manchmal, ne? Schon? Richtig, genau, ja. Also ich schaffe es ehrlich gesagt nicht so nicht öfter als einmal die Woche
selbst Brot zu backen. Das ist mir einfach zu viel. Jetzt werden wir den Teig rollen. Mhm. Der sollte so, ja, möglichst etwas rechteckig sein. Gelingt nicht immer. Okay. Oh ja, natürlich ja. Kann man hier. Mhm. So. Genau. Und dann lassen wir das hier auch so liegen und machen dann weiter mit der Kräuterbutter. Die dann darauf kommt. Die da dann drauf kommt, richtig, genau. Das wird dann später alles drauf getan und in Streifen geschnitten und daraus eben die Falten gemacht. Aber das zeige ich ja dann gleich. Gut. So, okay, dann lassen wir das einfach mal hier liegen. Und die Kräuterbutter machst du auch selbst? Ganz genau, ja. Den Topf, den kann man nochmal benutzen. Mhm. Und für die Kräuterbutter benötigen wir eine ganze Zwiebel, halbiert, eine Knoblauchzehe. Okay. Die tun wir jetzt auch zerkleinern. Ganz genau, die tun wir jetzt zerkleinern und zwar mit dem Basilikum. Als Italienerin muss man wahrscheinlich Basilikum. Basilikum gehört irgendwie immer fast werden, über. Ja. Mit dazu, ganz genau. Einfach nur so, ja, ein paar Blätterchen dazu, ja. Das reicht dann auch. Oregano tue ich dazu, so ein Teelöffel, na, so einen guten Teelöffel, so. Das passt dann auch. Und dann nehmen wir die Butter, da kommt 120 Gramm Butter rein. Gleiche pflanzliche Butter, die wir gerade verwendet haben. Genau, dieselbe pflanzliche Butter, die wir eben verwendet haben. Ganz genau. Ja. Und ein Teelöffelchen Salz. Das mache ich so Pi mal Auge. Das passt dann auch. So. Okay, und dann wird das alles hier verrührt. So ganz kurz, ein paar Sekunden. Dann nochmal mit dem Spatel rein, damit alles verrührt werden kann. Genau, das riecht auch schon so gut nach Knoblauch und Zwiebelchen. Weißt du eigentlich, warum Knoblauch so riecht? Erzähl's mir. Das liegt an diesen ätherischen Ölen, richtig? Nun, der Geruch, der entsteht ja erst, wenn die Zehe so aufgebrochen wird. Genau. Ja, und dann tritt so ein schwefelartiger Stoff aus, das heißt Allicin. Aha. Und das wandelt sich dann gleich um in Allicin. Und das ist dieser Geruch eben, der entsteht. Aber das ist auch dieses Antibakterielle eben. Okay, also wenn man das dann... Es gibt ja auch die gezüchteten, die das nicht mehr haben, ne? Aber die sind dann quasi wie tot. Aber das kannst du wegschmeißen. Okay, also das ist dann einfach nur noch. Knoblauch muss einfach riechen. Das ist einfach so. So, jetzt tun wir den Teig mit einem Backpinsel, mit der Butter bestreichen. Ziemlich ordentlich, ja. Aber diese Kräuterbutter könnte man ja auch für alle anderen möglichen Zwecke verwenden. Kann man für alles Mögliche verwenden, genau, ja. Genau. Und Knoblauch ist ja auch sehr gut, ja. Das ist antibakteriell, wirkt... Weißt du, was ich immer mache? Na? Wir haben zu Hause so ein Schraubglas, da tun wir eine ganze Knolle Knoblauch rein, füllen es auf mit Olivenöl und lassen es 3-4 Tage wirken. Und das ist wirklich so ein kleines Heilmittel. Für mich ist es so eine Wunderknolle. Okay. Wenn du Kopfschmerzen hast oder irgendwas, kannst du wirklich einen Tropfen so auf die Schläfen tun und Kopfschmerzen verschwinden. Oder Frauen, Menstruationbeschwerden, einfach ein bisschen... Knoblauch auf die Innenschenkel und so und dann verschwindet es auch. Oder bei Ohrenschmerzen, das ist auch wunderbar, das habe ich auch schon versucht. Ja. 2-3 Tropfen ins Ohr rein und die Entzündung verschwindet dann auch recht schnell. Also Knoblauch wirklich Das ist für mich wunderbar. Ein absolutes, wunderbares Heilmittel. Es senkt ja auch den Blutdruck, den Cholesterinspiegel, Blutfettwerte. Also es ist einfach wunderbar. Gell? So, wir müssen nicht alles drauf auf den Teig. Der Rest kommt dann oben drüber. Wir schneiden jetzt so ungefähr 5 cm breite Streifen. Und die werden dann später gefaltet. Das Messer, wo ist das Messer? Messer das hier? Ja, genau.
5 cm breite Streifen, so ungefähr. Wenn du willst, kannst du das machen. Oh, das ist ja super. Ja? Okay. Habe ich das Gefühl, dass ich auch was tue? Weil dann kann ich gleich anfangen, hier die Falten in das Blech rein zu tun hier. So, und einfach, genau. So, wir legen jetzt einfach ein Stückchen so rein und falten das dann einfach. Genau, das ist jetzt die Technik, auf die es ankommt. Hier rutscht das, genau. Soll ich festhalten? Einfach, genau, ja. Wir legen es einfach so rein und wellen das einfach und drücken so die Wellen so ein bisschen aneinander. Okay. Das ist jetzt der schmierigste Teil. Okay, wieder nichts für mich. An der Sache. Dann ziehen wir es einmal noch hoch, dass alle das sehen können. Ja. Also, während du es machst quasi. Mhm. So, das ist... Also. Genau. So einfach so schlangenförmig, so wellenförmig. Ja. Das Auge isst ja auch mit, nicht? Ja? Ganz genau. Wie wir heute auch gehört haben. Mhm. Ups, so. Mhm. Okay. So. Okay. Die nochmal schneiden oder was du lassen? Kannst du machen, ja. So. So. Mhm. Und dann lassen wir das hier so 10, 15 Minuten gehen. Schaust du auf die Uhr vielleicht? Merkst du dir das? Ja, schauen wir auf die Uhr. Ja. 15 Minuten ungefähr, 10 Minuten. Ganz genau, ja, 15 Minuten ungefähr. Dann lassen wir das hier einfach so gehen und dann machen wir einfach weiter. Mit dem zweiten Rezept, was du noch machen möchtest? Ganz nämlich genau. Mit einer Beziehungsweise, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Okay. Die restliche Kräuterbutter, die tun wir da noch mit einfach drauf, ganz genau, ja. Einfach oben drüber. Die zergeht ja dann im Ofen auch. Ah, okay. Und das kommt dann ja so 25 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Ofen. So. Ja. Wow. Ist viel, gell? Sieht viel aus, aber. Ja, das. Ja, das meiste wird ja dann unten dann auslaufen, gell? Ja. Muss man nicht alles. Eine ganz andere Brotform. Ganz genau. So. Jetzt machen wir weiter mit einer Suppe aus Goldäpfel. Aus Goldäpfel. Goldäpfel. Auch bekannt als. Pomodoro, Tomaten. Tomaten, genau, ja. Man würde ja denken, dass die Italiener die Tomate erfunden haben, richtig? Das ist aber nicht so, denn... Das ist nicht so, sondern erfunden haben sie die? Gott hat sie gemacht. Gott hat sie gemacht, genau. Das ganz stimmt. Genau, Ursprungsland ist aber so Mittelamerika, Südamerika. Genau, die Mayas. Die Mayas. Und was ich gar nicht wusste, wir nennen sie heute nur Tomaten nach dem aztekischen Wort Xitomatl. Xitomatl, ja. Xitomatl, habe ich genau. Auch schon gehört. Hört sich auch griechisch an. Gell? Hat aber nichts mit den Griechen zu tun, ja, in dem Fall. Genau. Genau. Und es hieß lange Zeit eigentlich Goldapfel oder Paradiesapfel hier bei uns. Genau. Und interessanterweise, im Österreichischen immer noch Paradiesapfel. Und interessanterweise hat man sich in Deutschland lange Zeit gegen die Tomate gewehrt. Man hat sie immer nur so als Zimmerpflanze verwendet. Mhm. Während die Italiener die schon lange gegessen haben, hat man hier geglaubt, sie ist giftig. Ja? Und das hat erst im 19. Jahrhundert angefangen, dass man sie auch gegessen hat. Ja. Wusstest du auch, dass es von Tomaten 2500 verschiedene Sorten gibt? Wirklich? 2500 verschiedene Sorten. Es gibt rote, schwarze, violette, grüne, gelbe, gestreifte und marmorierte. Macht, ja? Marmorierte und gestreifte sogar. Also, wirklich? Ich finde das fantastisch, was die Natur einfach so zu bieten hat. Ja? Ja. Ich habe leider noch nicht alle Sorten probiert. Ne? Aber okay. Ja. Gut, für die Tomatensuppe, da benötigen wir auch eine Knoblauchzehe. Knoblauch gehört einfach irgendwie überall dabei. Wenn man keinen Knoblauch mag, hat man überhaupt die Chance, das auch so zu machen? Man kann es natürlich weglassen, natürlich. Okay. Ganz klar. Ja, aber einen wirklichen Ersatz dafür? Knoblauch ist Knoblauch. Nee, also Knoblauch ist einfach Knoblauch, da kann man nichts dran rütteln. So, dann brauchen wir nochmal 30 Gramm Butter. Dann tun wir die Butter mit den Zwiebeln. Bisschen zerkleinern und dann dünsten wir das kurz. So, nur kurz ein paar Sekunden. Okay, und jetzt dünsten wir das alles. Okay. Nur so zwei Minuten, zweieinhalb Minuten. Na? Jetzt geht das ganz genau.
Tomaten sind auch sehr gesund. Wusstest du das so, dass sie gut fürs Herz sind? Und sie sind auch gut gegen Krebs. Prostatakrebs, ja. Ganz genau. Und das ist zwar dieser rote Farbstoff, ja, der da gewisse Risiken gegen bestimmte Krebs. Es gibt viele italienische Studien natürlich, weil die Italiener essen besonders viel. Genau. Von dieser aber Tomate. Es ist nicht nur als Italienerin, also insgesamt ist das so meine Lieblingsfrucht. Ja. Egal ob Tomate auf Brot, Tomatensalat, also Tomaten sind einfach fruchtig und ja, einfach gut. Wunderbar, einfach lecker, ganz genau. Ist auch gut für die Prostata. Ja, wie wir gesagt haben. Ja, und ja, enthalten auch viele Vitamine, Vitamine A und C und E, Spurenelemente. Mhm. Also, ist schon eine feine Sache. Ist eigentlich schon interessant, was wir alles aus Mittelamerika haben. Wir haben letztes Mal die Quinoa gehabt, wir haben die Kartoffel dort, genau. Und dann den Mais und viele Dinge. Tomate auch, Ja, die ist schätzungsweise so 1500 von Kolumbus nach Europa geführt worden. Die Spanier haben es eigentlich mitgebracht. Ja, und dann ganz genau. Die Italiener. Das ist jetzt auch eine Frucht, die man so draußen nicht wild wachsen sieht. Ja. Das ist nirgendwo. Ja, finde ich auch interessant. Genau. Okay, wir werden nach dem Garen dann einfach die Tomaten hinzufügen, den Tomatenmark und Basilikum und etwas Oregano. Also wie wir sehen, stimmt das so alles mit den Zutaten, die wir heute in den verschiedenen Rezepten haben. Wieder gut überein. Abgestimmt. Genau, alles gut abgestimmt, richtig, ja. Und genau, so, man riecht es jetzt schon, das dünstet ganz genau, Das kann auch natürlich schon die jetzt dann die Aufnahme sehen, leider nicht riechen, aber dazu muss man halt einfach auch mal gleich vor Ort sein. Ne? Genau. Was ich vorher auch schon zeigen wollte, man kann auch selbst Dinkel, also Dinkelkörner einfach nehmen und selbst Mehl daraus machen. Okay. Aber man kann auch schon den gemahlenen kaufen. So, ich glaube, das reicht jetzt auch. Mhm. Jetzt tust du einfach alle die Das Gold riecht gut, ein bisschen verteilen, alles riechen. Okay, jetzt tun wir 700 Gramm Tomaten dazu. Das sind aber ganz normale Tomaten, die gekauft. Das sind ganz normale Tomaten, ja. Ja. Mein Vater hat zwar auch einen Garten, aber bei ihm waren die Tomaten jetzt bis jetzt so noch nicht. Noch nicht gut, aber Zucchinis werden immer riesig bei ihm. Mhm. Ich habe leider keinen Garten, wo ich selbst anbauen kann. Das ist, ja. Jetzt zerkleinere ich das. Ganz kurz. Okay. Sehr laut, ne? Okay. Zumindest spritzt es nicht wie beim Zauberstab. Kann ja mal vorkommen. Genau. Dann tun wir jetzt noch 70 Gramm Tomatenmark rein. Tomatenmark, einfach um die Suppe nachher etwas zu verdicken. Okay. Es ist ein bisschen mehr geworden, ist auch nicht schlimm. Ein bisschen dicker. Genau, ja. Dann tun wir noch mal ein Teelöffelchen Salz rein. So, dann können wir auch ein Teelöffelchen Brühe, Gemüsebrühe. Okay. So, dieses Granulat eben hier. Das kann man auch selbst machen. Ne? Und was braucht man dafür? Dieses, wie macht man das dann? Also verschiedene Gemüsesorten eben, einfach, Salz und können wir vielleicht bei einem. Das nächste Mal. Bei einem nächsten Kochkurs einfach so. Selbst solche Sachen einfach machen. Genau, wir werden jetzt, kleinen Moment, muss ich mal durchgucken, den Deckel einfach nochmal drauf. Oder Zuschauern. Und 10 Minuten, wir werden jetzt die Zutaten 10 Minuten mit 300 Gramm Wasser, hätte ich fast vergessen. Genau, sonst wird es keine Suppe. Einfach das Wasser noch dazu und dann 10 Minuten garen lassen. Und währenddessen mache ich hier ein bisschen sauber. Okay, und bringe das Brot runter, denn die 15 Minuten sind jetzt bald rum. Genau. Genau, und dann können wir weitermachen mit den anderen Sachen. So, jetzt stelle ich das kurz ein. Hm.
So. Jetzt aber. Okay, das gart so vor sich hin jetzt. Das gart jetzt vor sich hin. Ich werde... Und wir machen weiter schon. Genau, die Sachen wegbringen und dann komme ich zurück. Mit der nächsten Sache. Ganz genau. Das können wir auch wecken. Mhm. Genau, denn jetzt kommt die Rosi nochmal und hat noch eine andere Spezialität der pflanzlichen Kost für uns. Etwas, was man fast schon einen Klassiker nennen könnte, der Seruim-Kochkunst. Und da geht es auch um ein ganz bestimmtes Lebensmittel. Denn wir machen jetzt, na, du hast es schon fertig. Aber du wirst uns doch mal zeigen, wie es geht. Wir machen jetzt nämlich was? Wir machen Grünkernbratlinge. Grünkernbratlinge. Als ich noch kein Veganer war, da dachte ich immer, alle Veganer essen nur Grünkernbratlinge. Das ist so der Klassiker. Aber eigentlich sehr schmackhaft und sehr gut. Ein Zufallsprodukt, beziehungsweise aus der Not geboren. Aus der Not geboren? Aus der Not geboren. Warum? Grünkern ist eigentlich grüner Dinkel. Ist eigentlich Dinkel, ja. Ist Dinkel. Passt also auch zu dem Brot, das wir gemacht haben mit dem Dinkel. Absolut, absolut. Ja? Ich werde jetzt dir noch ein bisschen erzählen, solange ich meine anderen Sachen hole, weil ohne die geht's nicht. Ja. Ich habe nur schon ein paar vorgemacht, weil es relativ lange dauern würde. Okay, dass wir schon mal sehen, und wie es eigentlich... Genau, dass man das einfach mal ist. Sieht, wie die aussehen und haben dass man die dann nachher auch essen kann und nicht nur ein Pröbchen nehmen. Ja. Grünkern ist eigentlich... wie gesagt, aus der Not herausgeboren. Und zwar waren Mönche im Odenwald, die nach 3 oder 4 Jahren der Missernte, sind sie dahinter gekommen, dass sie nicht alles aufgeben wollten und nicht Hunger leiden, sind sie hergegangen, haben den Dinkel grün geerntet und haben den getrocknet. Ja? Mhm. Also, und das ist eigentlich auch der Grund, warum er ist eigentlich hauptsächlich in Deutschland bekannt, in anderen Ländern ist er gar nicht so bekannt. Ist also wieder ein deutsches Produkt, das du jetzt vorstellst. Ja. Es ist tatsächlich so, als meine Cousine aus Serbien in Deutschland war und ich ihr dann Grünkernbratlinge serviert habe, die war so begeistert und jedes Mal, wenn sie dann kam, dann hat sie Grünkern mitgenommen. Das gibt es bei ihnen einfach nicht. Okay. Ja, es ist also, wie gesagt, eignet sich unheimlich gut für Füllungen jeglicher Art. Ja, für Bratlinge, was ich auch gerne mache, ist, wenn du gerade diese Grünkernbratlinge mischt mit Bulgur, ja, also vorgekochtes Weizen, das man bei jedem Türken bekommt. Ja. Ich bin jetzt hergegangen und habe die, wie gesagt, vorgemacht. Meine Menge, die ich jetzt genommen habe, sind jetzt fast 400 Gramm, also ich habe die doppelte Menge genommen. Wenn man es nimmt für eine vierköpfige Familie, reichen so 200 Gramm, denn man muss ihn ja einweichen und quellen lassen. Okay. Am besten nimmt man ihn in einer gekörnten Brühe und lässt ihn dann so, also ich geh her und lasse ihn ein bisschen auf der heißen Herdplatte quellen. Er sollte aufkochen und dann stehen lassen. Es kann sein, dass man dann noch Wasser dazugeben muss, weil er ziemlich viel aufsaugt. Mhm. Ja, also, und es gibt dann auch eine richtig gute Menge. Mhm. Ich bin jetzt natürlich auch schon fleißig gewesen. Und hast du was vorbereitet? Ja, ich habe die ganzen Zutaten, also die ganzen Champignons, den Lauch, Zwiebeln. Alles, was nachher im Rezept auch drin steht. Alles, was im Rezept drin steht, ist jetzt hier natürlich schon gedämpft worden mit den Karotten, Zwiebeln, Knoblauch. Knoblauch? Ja, Knoblauch. Okay, Knoblauch und Zwiebeln, das ist das Lebenselixier. Meine Schwester, ihr Schwiegervater, der schwört so darauf, dass er, wenn jemand krank geworden ist und gemerkt hat, dass er Grippe bekommt, dann ist er hergegangen, hat ein bisschen Olivenöl genommen, da Zwiebeln reingemacht und Knoblauch, etwas gesalzen und hat das dann mit Brot gegessen. Neben ihm liegen wollte wahrscheinlich dann keiner, aber er war am anderen Tag, war er gesund. Ne? Also so ist es halt. Dem. Genau. Und das vermische ich jetzt hier alles. Dient natürlich einem besseren Geschmack, weil Grünkern selber ist ja eigentlich nicht wirklich... Hat keinen großen Eigengeschmack. Nee. Es braucht also schon ein bisschen Zutaten, damit er auch was darstellt. Genau. Ja. Also Grünkern für die Gesundheit und die restlichen Zutaten für den Geschmack. Genau. Grünkern ist natürlich sehr, sehr stark an Ballaststoffen. Mhm. Von dem her sollte jeder, der seine Küche umstellt, mit Grünkern arbeiten. Also wie gesagt, ich benutze ihn sehr, sehr viel. Nicht nur als Bratlinge, auch zum Beispiel für
Zucchini, gefüllte Zucchini, okay, oder gefüllte Paprika oder wo, wobei sie ganz gefüllte ganz Champignons wie das letzte Mal. Da, das weiß ich jetzt also, nicht, okay, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber zum Beispiel, wo sie ganz ganz lecker sind, ja, das sind Kohlrouladen. Okay. Ja, mit Grünkern, Traum. So, wir haben jetzt hier diese Masse, die habe ich jetzt zusammengemanscht mit den ganzen anderen Zutaten. Muss jetzt alle, jetzt müssen wir allerdings hergehen und dem noch ein bisschen die Bindung geben. Ja? Okay. Und dazu habe ich jetzt Sojamehl. Sojamehl bindet sehr gut. Übrigens zwei Esslöffel Soja, ein Esslöffel Sojamehl, zwei Esslöffel Wasser ersetzt ein Ei. Oh. Also für alle Hausfrauen. Gut zu wissen. Ich denke, das ist wichtig. Ich nehme ihn jetzt ohne Wasser verdünnt, weil Wasser ist ja da und das soll er mir ja binden. Ja. Und unsere berühmten Hefeflocken. Ah ja, die Hefeflocken, genau. Ja. Die Schwester. Die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Ich habe es auch nicht so großartig mit Angaben. Also ich bin eher auch diejenige, die so Pi mal Daumen kocht. Ich denke, das ist einfach Köchinnen, die viel kochen. Die haben so ein Gespür dafür. Ja, man nimmt es einfach, ich nehme einen Löffel und dann probiere ich und dann schmeckt es oder schmeckt nicht und dann würze ich eben nach. Ja. Ich kann das nie so hundertprozentig sagen. Also bei meinen Rezepten auch bitte milde walten lassen. Ja, ja. Ja, und immer mal wieder nachschmecken und einfach dementsprechend dann auch abändern. So. Das ist jetzt die Konsistenz, so sollte er sie haben. Jede Hausfrau weiß eigentlich auch, die Konsistenz sollte so sein, wie wenn sie Frikadellen macht. Okay. Ja, ich denke, das ist eine gute Vergleichsmöglichkeit. Dann gehe ich her, meine Schale habe ich schon hergerichtet. Und dann formst du sie. Und dann forme ich die. Ich habe hier auch schon mein Backblech hergerichtet. Ich nehme die also so als Bällchen, ja, forme die in der Hand, lege die aufs Backblech und drück die dann flach. Drückst du die flach, genau. Ja. Man sollte dann nur aufpassen, dass sie in etwa alle die gleiche Höhe haben. Ja, weil sonst ist von der, genau, sonst ist der, schon durch und andere nicht. Genau, der eine, ja, schmeckt dann ein bisschen krossiger und der andere ist noch nicht so ganz durchgebraten. Das sollte vielleicht nicht so sein. Ja. Ja. 20 Minuten bei 200 Grad. Und dann kommt eben das hier raus. Wie du auch siehst, die sind jetzt hier noch relativ hoch. Ja? Die werden dann noch flacher. Die werden noch flacher. Das heißt, man sollte sie nicht zu flach schon. Nein, nein, nein. Sonst ist es nachher so ein bisschen. Ja, es bleibt dann nachher so ein bisschen, es ist chipsartig und das soll es ja nicht sein. Ja, ja, nicht. Ne? Sollte schon was noch zum. Es sollte. So. Ich werde die jetzt auch unten fertig machen und auch in den Backofen schieben. Mhm. Ja? Dass sie dann ja gleich. Genau. Auch was noch wichtig ist. Ja, dass man, wenn sie fertig sind, wenn man sie hier in dem Backblech hat, dass man dann auch noch hergeht und ihnen einfach noch ein bisschen Öl von oben drauf gibt. Genau. Ja? Also Olivenöl. Genau. Olivenöl. Man kann sie auch in der Pfanne machen. Sie schmecken in der Pfanne natürlich, ja, ist natürlich fetthaltig, ja, aber, ja, okay, aber sie saugen unheimlich viel Fett auf, von dem her ist es nicht ganz so gesund. Also ist die Variante mit dem Backofen ist schon die bessere. Und es hat auch den Vorteil, in der Pfanne brechen sie sehr, sehr gerne auseinander. Okay. Ja, deswegen, ich habe es ausgetestet, ich habe es ausprobiert. Und du kennst beide Varianten? Ich kenne beide Varianten. Ich habe sie gestern nochmal gemacht, weil ich einfach ganz sicher gehen wollte, dass es mir auch wirklich gelingt. Ich denke, das wird jede Köchin nachempfinden können. Und habe festgestellt, also sie schmecken natürlich aus der Pfanne. Noch ein bisschen besser. Ja, ist ja klar, aber sie sind voll mit Fett. Ja. Ja, sind voll mit Fett. Und das Problem ist ein ganz einfaches, man hat sehr viel Gebrösel. Ja. Und das ist vielleicht nicht so ganz der Sinn der Sache. So. Wie viel Bratlinge kriegt man raus aus der Menge, die du jetzt hier gemacht hast? Also ich habe jetzt hier bei diesen 400 Gramm, die ich jetzt gemacht habe, so circa 60 Stück. 60, wow. Ja, 60 Stück müssten sein. Also ich nagel mich jetzt nicht auf ein oder zwei fest, aber so in dem Dreh. Ja? Ich werde jetzt diesen Ort hier verlassen, genau, werde mich nach unten begeben, dass wir alles vollends fertig machen. Wie gesagt, ganz wichtig, dass man nicht vergessen sollte, das Ganze noch mit etwas Olivenöl, ja, zu beträufeln. Also am besten die Flasche Olivenöl nehmen, den Finger oben drauf und dann so ein bisschen. Genau. Nein, nein. Oh, gut, dass du fragst. Ja, also die Frage war gestellt, ob man die wenden muss. Nein, muss man nicht. Man sollte bloß die letzten 5 Minuten, ja, die sind eine halbe Stunde, brauchen sie bei 200 Grad, wie gesagt, ja, aber die letzten 5 Minuten vielleicht nur auf Ober-Unterhitze stellen. Okay. Das tut ihnen noch richtig gut. Alles, na, klar.
Gut. So, das war's von meiner Seite. Grünkernbratlinge, könnt ihr kaum erwarten, sie dann auch zu verkosten. Das kommt dann gleich noch. Genau, und wir gehen weiter und wollen jetzt noch ein, während hier jetzt das Garen ausgegart hat, werden wir uns jetzt allerdings noch mit, ach ja, genau, ja, dann machen wir ganz kurz. Achso, ich glaube, sie kriegt schon. Ich werde so lange meine Sachen mitnehmen. Ja, nimm's mal ruhig. So. Genau. So, ja, so. Danke. So. Wir müssen noch die letzte. Okay. Genau. So, wir haben ja schon ein bisschen Brot gemacht. Und was wäre Brot ohne den dazugehörigen Brotaufstrich? Und ja, jetzt wollen wir einfach uns kurz anschauen, was uns die Anna, komm her, ich helfe dir. Dankeschön. Für einen Brotaufstrich mitgebracht hat, den wir dann aufprobieren wollen. Ja, wir möchten heute machen eine vegane Brotaufstrich Schoko. Ein Schokoaufstrich? Ja. Das finde ich gut. Ja. Veganer Schokoaufstrich. Ja. Und was brauchen wir dazu? Und dann brauchen wir Avocado. Avocado? Ja. Aha. Vielleicht ist ein neues Rezept. Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, bei Schokoaufstrich an Avocado. Aber man lernt ja nicht aus, nicht? Ja. Und dann muss raus, so reife Avocado. Reife Avocado, ja. Ja. Das merkt man immer daran, dass sie dann schon so, dass man sie so eindrücken kann, nicht wahr? Ja. Wenn ich sie kaufen soll, muss ich mir darauf achten, dass man sie schon eindrücken kann. Avocado ist für einiges gut, nicht wahr? Ja, ist sehr gut für Butterersatz, mhm, für Arterien, für Blut, für also verschiedene. Verschiedene Sachen, ja. Ja. Ich habe auch gehört, es ist gut für Schwangere, nicht wahr? Kann man sich auch gut vorstellen, weil da ist ja schon, mhm, schon was drin, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ja, mal. Ich mache zwei, weil es sind ein bisschen kleine. Wenn es ist große Avocado, dann brauche ich eine, okay, ja? Also für mich war auch das erste Mal überrascht, also mit Avocado, ja, ja, eine Schoko machen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, aber, wie das, ja, wird. So, ja. Und dann brauchen wir Karob. Karob, was ist Karob? Karob ist auch Johannisbeer. Brot. Genau, also, vom Johannesbrot. Ja, ja, ja. Und das ist der Ersatz für Kakao. Genau. Ja. Und dann wird ja so genannt, man vermutet, dass Johannes der Täufer sich davon ernährt hat. Nicht, ja, wahr? Das Wort, das in den meisten deutschen Bibeln mit Heuschrecken übersetzt ist, ist eigentlich wahrscheinlich Karob. Ja. Also nicht nur Daniel, sondern auch andere Menschen der Bibel haben sich sehr gesund ernährt. Das sind zwei Esslöffel. Und dann Agavendicksaft. Agavendicksaft, okay. Zwei Esslöffel. Agavendicksaft. Agavendicksaft. Ja, zwei Löffel. Und das vermengst du einfach dann? Ja, und dann Kokosöl. Kokosöl? Ja. Oh, gut. Kriegst du auf? Soll ich dir helfen? Na. Soll ich dir helfen? Probieren. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ja. Ja. Danke. Da kriegt man den Schützen von auf der Kamera. Ja. So. Die Kokos ist ja auch eine ganz wunderbare Pflanze, nicht? Ja? Die Kokospalme.
Schmeckt das denn am Ende auch ein bisschen nach Kokos dann? Nein. Ach nee, ist okay. Nein. Und dann eine Prise Salz. Ja? Eine Prise Salz, okay. Und dann muss alles mixen. Ich gehe mal schon mal auf Entdeckung. Wie eine Creme kommen, ja? Mhm. Sieht schon mal aus wie Schokocreme auf jeden Fall. Mhm. Ah. Das sieht wirklich gut aus. Bin gespannt, wie es schmeckt. Und schmeckt auch. Ich habe schon probiert. Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Das riecht doch schon gut. Riecht schon ausgezeichnet. Machen wir noch. Und dann in den Kühlschrank, und dann werden ein bisschen fester. Das ist ein bisschen, ja. Ja, ja. So. So. Das ging ja auch relativ schnell. Ja. Nur ein bisschen Geduld, weil muss auch zusammen. Wir wollen nichts von dieser guten, verlieren. Diesem guten Aufstrich verlieren. Ja. Gut. Das war der Schokoaufstrich? Ja. Wir reinigen kurz den, den Mixer und können wir so zeigen. Das sieht wirklich gut aus. Kann man das auch für andere Zwecke verwenden? Also vielleicht so als so quasi für Schokocreme-Torte oder so. Torte. Das sieht schon fast wie so Torte aus. Also das ist wie wie heißt die Nutella. Ah, wie Nutella. So. Ja, genau. Vielleicht könnte man sie dann Avocatella nennen oder so. Ja. Selbst Nutella machen. Also sieht er wirklich verführerisch aus. Ja. So. Und das Ganze auf Avocado-Basis, wer hätte es gedacht? Ja. Und du hast noch einen zweiten Aufstrich mitgebracht. Ja, ich habe zweiter Aufstrich, ist Herzhaft-Aufstrich. Das ist ein Herzhafter, okay. Dann haben wir einen süßen, einen herzhaften. Ja. Und die holen. Das wird dann, oder hast du nochmal die Zutaten? Ein. So, und ist eine Veggie-Leberwurst. Ein Leberwurstaufstrich? Ja, veganer. Veganer Leberwurstaufstrich. Oh, ja. Und dann brauchen wir Tofu. Das ging ja super ich schnell. Ich habe schon Tofu? Schon vorbereitet, geschnitten? Schon geschnitten und Kidneybohnen. Ah, okay. Ja. Gut. Kann man auch was anderes nehmen außer Kidneybohnen, falls man jetzt Kidneybohnen, es gibt ja manche Menschen, die Kidneybohnen nicht so gerne mögen. Also, die kann in eine Suppe geben und okay. Oder mit Nudeln. Ja. Und die Kidneybohnen sind Nahrungsmittel für die Haut. Für die Haut? Ja, für die Haut. Die haben Folsäure, Eisen. Ja. Oh, ja. Dann wollen wir sie auf jeden Fall mit dabei haben. Ja, und eine Dose für Kidneyboy, Tofu, geräucherte Tofu in Würfeln. Und dann Olivenöl mit ein bisschen gedünstete Zwiebel und frische Majoran. Frische Majoran. Und dann Salz, Kräutersalz. Kräutersalz, okay.
Und das ist dann auch alles wieder vermixen. Ja. Danke. So. Das Aufstrich ist gut auf geröstete Brot, also Bruschetta oder ja. Crostini. Ja, ja. Ja. So. Und dann, italienisch. Ja, ja. Also, das können wir auch gut dann auf das Kräuterfaltenbrot drauf tun? Ja, aber vielleicht kann nicht so ganz, weil Kräuter sind die hier ja. Und Kräuter sind auf Brot. Ja. Ja. Aber kann auch selbst schmecken. Diese kann bleiben eine Woche im Kühlschrank. Okay, kann man lange von essen. Ja. Super. Da haben wir eine Leberwurst ohne Leber. Ich meine, das ist ausgezeichnet. Und du hast auch noch ein drittes Rezept auf dem Rezeptbogen. Ja, aber ja, zum Proben. Ja. Einfach noch als Bonus für alle, die hier sind. Ja, ist Sonnenblumenkern mit trockenen Tomaten, Oliven drinnen, gibt's verschiedene Kräuter. Also aber gibt es die Rezepte? Lohnt sich hinterher nochmal bei den Rezepten nachzuschauen. Also wir haben zwei andere Rezepte noch, die wir als Bonus mit dazu gebracht haben. Ja. So, das war's. Das war's, wunderbar. Ja. Wir danken dir. Und damit sind wir fast am Ende angelangt. Wir haben noch einen kleinen Zusatz. Ein kleines Schmankerl. Genau. Denn alles, was wir auf dem Rezeptteil haben, haben wir jetzt gemacht, aber wir haben uns kurzfristig entschieden, noch etwas Schönes noch dazu zu machen, etwas Leichtes, was auch das Kinderherz erfreut, wenn man Kinder hat. Und die Barbara macht dann mit uns etwas, was man vor allem jetzt in der angehenden Sommerzeit gut gebrauchen kann. Es gibt nämlich zuerst mache ich kurz die Tomatensuppe. Zuerst müssen wir noch die Tomatensuppe noch zu Ende machen. Ganz genau. Kommando zurück. Und dann kommen wir zu dem. Wir können uns erstmal freuen. Zu dem Bananeneis. Ganz genau, ja. Also allein deswegen, glaube ich, lohnt es sich heute hier gewesen zu sein. Es gibt Bananeneis. Genau. Wir tun jetzt. Aber wir machen jetzt erst noch die Tomatensuppe zu Ende. Ganz genau, ja. So, wir tun zu dem zu der Tomatensuppe noch etwas Sojasahne hinzu. Sojacuisine, weil es ist ja eine Tomatencremesuppe, nicht wahr? Ganz genau. Und dann muss es auch cremig sein. Schmecken, genau. Und dann tun wir jetzt so 200 Gramm, beziehungsweise, 100 Gramm, 100 Gramm von dieser Sojasahne hinzu. Ja, ungefähr die Hälfte von dem Päckchen. Ja, irgendwie. Ja, genau.
So, und das riecht gut, nicht wahr? Das riecht gut, sieht gut aus. Und, ganz genau. Und dann tun wir genau noch den Basilikum hinzu. Wie soll es auch anders sein? Zu Tomaten gehört auch Basilikum, oder? Ohne Frage. Also, ja. Vor allem, weil es jetzt so rot und weiß und grün aussieht, dann sieht es schon fast italienisch aus, nicht wahr? Ja? Ganz genau. Und jetzt werden wir es einfach noch ein bisschen mixen. Okay. Und dann warten wir, dass die Bananen gebracht werden. Genau, dann kommen gleich die Bananen. Hoffen, die sind gleich da. Sie sind schon unterwegs, oder? Sie sind unterwegs, die Bananen sind unterwegs, ja. Wir mussten ein bisschen umdisponieren, weil wir ja hier keinen Gefrierer haben. Ja. Genau, die werden jetzt gebracht. Genau, und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und wir haben eine perfekte Tomatenfüllung. Lecker, nicht wahr? Na, Hände weg. So, ganz genau. Jetzt haben wir das hier fertig gemacht. Dann bereite ich schon mal alles vor für unser Bananeneis. Genau, und hoffen, dass die Bananen gleich... Die werden schon bald kommen. Dazu nehmen wir einfach einen neuen Topf. Und wir nehmen gefrorene Bananen. Ja? Ja. Bitte ohne Schale eingefrieren. Ja. Okay. Ich habe nämlich einmal den Fehler gemacht, das nicht zu erwähnen. Wirklich? Und dann, naja, gell, dann wurde das mit Schale gefroren, war nicht so geschickt. Und ist dann schwierig, die Schale abzubekommen, nicht? Genau, ja. Dann tut man die einfach in den Mixer. Ja. Mixt die Bananen, dass sie halt schön pampig werden. Und dann kann man nach Bedarf einfach Sojamilch oder ich verwende Sojareismilch, dazu nehmen und einfach nach der Konsistenz gucken, ja. Und für jeden ist es unterschiedlich. Manche mögen das so ein bisschen cremiger, manche ein bisschen fester. Fester, ganz genau. Und dann kann man einfach schauen, ich habe da jetzt keine genaue Mengenangabe an Sojamilch, ja. Und zum Süßen verwende ich möglichst keinen Zucker, okay. Ja. Zucker ist einfach nicht gesund, wie wir alle wissen, ja. Und ich nehme ganz natürlich einen Agavendicksaft. Wir hatten schon eine Frage, was ist genau Agavendicksaft nochmal vielleicht? Von eben der Agavenfrucht, das ist eine Kaktusfrucht, Kakteenfrucht, ja. Und sie macht die Zähne nicht kaputt, ja. Okay. Hat einfach nur diese Natursüße, nicht wie Honig. Honig hat ja so einen Eigengeschmack dann auch okay. wieder. Ja. Das ist einfach man nur, könnte Honig aber auch theoretisch man aufnehmen. Könnte es auch verwenden, aber es hat eben auch so einen Eigengeschmack. Okay. Und damit die Bananen einfach wirklich... Die Bananen sind übrigens auch da. Gutes Timing. Und damit die Bananen, das Bananeneis auch wirklich nach Banane schmeckt. Und nicht ja, nach Honig. Honig-Banane, genau. Ganz genau. Nehmen wir dann einfach den Agavendicksaft. Gucken, dass wir die gefrorenen Bananen so halbieren. Mhm. Wie viele Bananen braucht man? Nach Bedarf. Einfach so viel, nach Bedarf. Ich mache einfach so viel, wie in den Thermomix hier passt. Okay. Und das kann man auch so ungefähr eine Woche in der Gefriere halten und danach würde ich nicht empfehlen, das dann auch weiter zu essen. Also sollte schon möglichst schnell verzehrt werden. Und der Thermomix macht die Bananen auch alle kurz und klein. Der macht sie alle kurz und klein. Wo ist denn mein Deckel? Also ohne den machen wir es auf jeden Fall nicht an. Nee, hat jemand meinen Deckel mitgenommen jetzt gerade zum Waschen? War da jemand übereifrig? Das kann sein. Ja? Da kommt der Deckel. Ah, weil ja, wenn wir gut. das ohne Deckel hier machen, dann Dankeschön. Fliegen uns die Bananen um den Kopf. Ganz genau. Und das ist auf jeden Fall ungesund. So, dann mache ich das Stück hier auch noch sauber kurz. Aber das kann man natürlich auch mit anderen Früchten machen, oder? Kann man mit allen möglichen Früchten machen, genau. Alles, ich mache das mit Waldfrüchten, Erdbeeren, alles Mögliche. Also meine Kinder wollen auch mal Meloneneis probieren. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Schauen wir einfach mal. So, jetzt wissen Sie, warum wir unbedingt einen Deckel drauf getan haben. Ganz genau. Ist einfach sehr laut, dadurch, dass sie gefroren sind, nicht wahr? Ja. So, jetzt sind die natürlich alle sehr bröselig. Das wird sich jetzt ändern, wenn wir die Sojamilch hinzutun. Dann wird das alles schön cremig. Okay, bei der Menge tun wir etwas mehr als sonst. Na? Viele tun auch Soja-Vanille-Milch okay. rein zum Beispiel, aber das ist halt auch gezuckert ja. und... Aber je nach Geschmack kann man das dann... Genau. Ja. Man kann auch, je nachdem, ja, Nüsse reintun, so nicht gemahlene, sondern so, wie heißt das denn? Grobe Nüsse. Grobe Nüsse, ja. Genau.
hinzutun. Dann hat man einfach so was Kerniges hinzu oder man kann Rosinen hinzutun. Je nach Belieben. Ganz genau, ja. Und man kann seine eigene Schokolade machen und die dann halt ein bisschen raspeln, so vegane Schokolade. Und dann hat man eben so... Ist mit Karob oder so. Genau, ja. Hm? Und das ist ganz... So, das ist noch nicht genug Milch für die Menge. Jetzt brauche ich noch mal kurz ein... Bananen sind ja auch irgendwie ein Klassiker. So, nicht wahr? Bananen wachsen überall, auf der ganzen Welt. Klar. Alle essen gerne Bananen. Und sind ja von der Natur auch so ein bisschen so geschaffen zum Essen, nicht wahr? Sie haben sehr viel Kalium. Also zu viel Bananen zu essen wäre jetzt auch nicht gut. Ja. Dann zu viel Kalium im Körper ist ja auch nicht gesund. Das Tolle finde ich an Bananen ist auch, dass man sie so einfach essen kann, nicht wahr? Also manche Früchte muss man wirklich kämpfen, bis man da mal rangekommen ist. Aber bei den Bananen hat Gott das so gemacht, dass man macht sich nicht mehr die Hände dreckig, wenn man es so richtig isst. In manchen Ländern ist es ja, oder... Ja, ist es ja auch so ein Hauptbestandteil. Genau, ja. Und es gibt es ja auch in verschiedenen Variationen. Man kann es ja kleine Bananen braten, backen, ja, Backbananen gibt's. Alles Mögliche. Ja. Tun wir das so ein bisschen mit dem bisschen vermischen. Okay. So, jetzt wird es schon cremiger. Schau mal rein. Ja, ja. Siehst du das? Jetzt wird es schön cremig. Ja. Genau. Und jetzt kannst du so mal reinschauen. Also ich halte es jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen hoch. Sieht das schon ist nach Eis einfach aus, ganz cremig, gell? Das Wasser im Munde zusammen. Ganz genau. Und man muss es nicht immer süßen, aber viele mögen es halt schon süß. Ein bisschen süßer. Ich mache das jetzt einfach mal rein. Und man kann immer wieder mal abschmecken. Ja. Und wenn man meint, okay, jetzt ist genug oder nee, ich möchte es noch ein bisschen süßer, kann man entsprechend Agavensirup hinzufügen oder eben auch nicht. So, jetzt rühren wir das einfach nochmal und dann ist das Bananeneis fertig. Also es ist eine Sache von ein paar Minuten. Und man kann so quasi einen eigenen Eisladen aufmachen. Ganz genau. Richtig, ja. Das ist fantastisch. Es ist gesund, greift die Zähne nicht an, schmeckt fantastisch. Und sieht gut aus. Und sieht gut aus. Serum halt, ja? Serum, ganz genau. So, einfach nur gut verrühren, dass überall was draufkommt und tada, fertig. Wunderbar, dann bedanken wir uns noch für diesen super leckeren Nachtisch, den wir dann so spontan reinbekommen haben. Essen werden, obwohl ich bin eigentlich dafür, dass wir den Rest an die anderen geben und das einfach für uns behalten. Ah ja, nein, aber wir sollen doch teilen, nicht wahr? Wir werden auch das noch teilen, aber es sieht wirklich gut aus. Und denkt dran an Mäßigkeit, ne? Genau, wir wollen auch davon nur in Maßen essen. Genau. Also. Gut. Während jetzt alles unten soweit dann auch bald vorbereitet ist, wollen wir uns an dieser Stelle erstmal verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind, dass Sie auch dann später zugeschaut haben. Und in einem Monat werden wir den nächsten Kochkurs haben, Seruim, jetzt muss ich genau nachgucken, Moment. Am 15. Juni werden wir uns wieder hier treffen. Das Thema wird dann auch bekannt gegeben werden. Bis dahin wünsche ich viel Freude beim Ausprobieren der Rezepte, beim Selbstvariieren dessen, was wir heute gesehen haben. Und verabschiede mich hiermit. Ich würde vorschlagen, damit wir nachher nicht alle durcheinander rennen, könnten wir vielleicht jetzt einfach ein kurzes Gebet sprechen, auch für das Essen, das wir gleich haben werden. Das wird gleich aufgetafelt werden. Wir warten dann noch 2-3 Minuten, bis es dann da ist. Und damit verabschiede ich mich schon mal von der Sendung. Schön, dass Sie zugeschaut haben und bis bald.